Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind gerade in einer Draugierhöhle und ja, wir suchen was. Die Drachenklaue haben wir bereits. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch durchkommen und die restlichen Sachen einsammeln. Wenn ich mich richtig erinnere, dann liegt hier vorne ein Draugier. Wecken wir den mal, indem wir den da hinten hinrufen. Der mogelt. Die mogeln alle. Der Schuss war sehr schlecht. Immerhin. Den haben wir. Im Moment können wir uns das leisten, jede Menge Pfeile zu verballern. Oh, wir hätten schon wieder Level Up. Na, das machen wir doch gleich mal. Dann haben wir es hinter uns. So, zuletzt haben wir, ich glaube, Gesundheit erhöht. Das heißt, jetzt ist mal wieder Magicka dran. Dann ist nochmal Magicka dran. Oh je, jede Menge Talente zu verbessern. Wenn wir schon dabei sind. Lass mal gucken. Schleichen wären wir schon bei 30. Schütze bei 24. Welche Möglichkeiten hätten wir hier denn noch? Kurze Entfernung. Kurzbögen fügen. Was ist ein Kurzbogen? Was ist ein Langbogen? Gut, ein Langbogen ist klar. Der heißt so. Aber ein Jagdbogen. Was ist mit einem Drachenbogen? Dätrabogen. Sind die lang oder kurz? Hm. Munition verbessern. Ah, Bolzenvarianten. Das ist dann für Armbrustgeschichten. Was haben wir da? Und hier geht es um Langbögen. Das heißt, da muss ich erst mal gucken. Was hier als Langbogen, was hier als Kurzbogen zählt. Welche Möglichkeiten hätten wir denn hier? Vielleicht ist es schwerer zu taumeln zu bringen. Ja gut, wenn ich taumel, habe ich eh verloren. Die sollten mich nicht erwischen, das wäre besser. Was haben wir da? Heimlichkeit. Schwerer zu entdecken. Schwerer zu entdecken, finde ich, ist eine tolle Sache. Und das passt doch irgendwie zu der Katze, die wir spielen. Okay. Hier haben wir eine Neuerung. Es gibt Talente und es gibt Foki. Talente kann man mehrere auswählen. Das bedeutet einfach nur, man ist sehr talentiert in einer Geschichte und bekommt dadurch zusätzliche Fähigkeiten. Den Fokus vom Schleichen suche ich gerade. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das einen gibt hier. Ansonsten gibt es... ich glaube, bei den leichten Waffen gibt es definitiv einen Fokus. Halt. Auch nicht. Dann gibt es diese Meistersache für Kämpfer und Fokus ist für Magier. Jedenfalls kann man sich nur einen Fokus aussuchen. Aus allen Bäumen zusammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Fokus beim Illusionszauber nehme, werde ich da zwar deutlich besser. Hier gibt es den Fokus, dort gibt es den Fokus und so weiter. Der gibt mir ganz besondere Fähigkeiten und neuen Zauber. Das ist bei jedem Fokus so. Allerdings, wenn ich diesen Fokus wähle, kann ich keinen anderen Fokus auswählen. Es gibt bei der Veränderung ein Talent. Damit kann man einen zweiten Fokus auswählen. Aber das Talent ist selbst auch ein Fokus. Da muss man schon sehr auf Veränderung aus sein, damit sich das irgendwie lohnt. Da muss ich mich noch ein bisschen mit der Sache insgesamt auseinandersetzen. Im Moment hätte ich aber irgendwie nichts dagegen, das hier zu machen. Einfach damit wir mal so ein Talent sehen. Schattenverbundenheit war, glaube ich, wenn wir irgendwo im Schatten sind,
Das heißt, außerhalb von Lichtkegeln, dann erhöhen sich unsere Schleichfähigkeiten ganz enorm. Und Diebeshilfsmittel, da kann man dann spezielle Pfeile bauen, mit zum Beispiel einem Wasserbeutel dran, um Lichter zu löschen. Oder man kann irgendwo Seile runterbaumeln lassen, damit man da hochklettert und lauter solche Geschichten. Das wäre an sich nicht schlecht. Leichtfüßigkeit wäre auch eine tolle Sache. Ich bin ziemlicher Tollpatsch, wenn es um Fallen geht, und ich dapp eigentlich in jede rein. Und das hilft enorm. Aber ich glaube, Talent schauen wir uns als erstes mal an. So, jetzt sollten wir diese Fähigkeiten erhalten haben. Da können wir gleich mal gucken hier, was das für Fähigkeiten sind. Sieht ja schon mal richtig gut aus. Pferde und Survival sind andere Mods. Okay. Das hat sich bisher ja gelohnt. War vielleicht noch Overkill, dem jetzt noch einen Pfeil mitzugeben, aber warum nicht? Wir haben ihn ja wiedergekriegt, von daher passt die Sache. So, dran denken. Ich habe diese Sache nicht geskillt mit den Druckplatten. Dementsprechend muss ich hier immer noch ausweichen. Auch den nehmen wir mit. So, da hinten hat sich ein Schatten bewegt. So, erledigt. Endlich. Alle Drauge hier kaputt. Der alte Nordbogen. Das steht auch nicht dabei, ob das ein Lang- oder ein Kurzbogen ist. Macht aber mehr Schaden. Die Pfeile machen auch nochmal mehr Schaden. Lass mal gucken. Habe ich hier irgendwelche Infos, ob das ein Lang- oder Kurzbogen ist? Ich glaube, da werde ich mich mal noch reinlesen. Möglicherweise fehlt mir da noch irgendwas, damit zwischen denen richtig unterschieden wird. Ein Goldstück. Ja, kein Wunder, dass der hier im Keller liegen muss. Na, der hatte schon 2 Gold, der liegt eine Etage höher. Da kriege ich immer einen Treffer ab. Ich kriege das nie gebacken, dass ich da einfach durchkomme. Hui, das war ein erstes Mal für mich. Yay! So, die sind angehalten. Das pausiert jetzt aber nur. Das fängt gleich wieder an. Gut, den sind wir los. Schauen wir da mal zuerst rein. Unwichtiges Zeug. Soweit so einfach. Wir wurden bisher auch noch nicht entdeckt. Da. Wir könnten ihn mal versuchen, ihn hierher zu locken. Na also. Au. Oh, hör auf zu schleichen. Renn! Boah, Panik!
Wupp! Was zum Teufel ist das jetzt? Okay. Aus irgendwelchen Gründen sind wir unsichtbar. Das heißt, irgendein Effekt liegt auf uns. Den sollten wir angucken können. Schattenkrieger-Abklingzeit. Ich habe gar nichts benutzt. Was zum Teufel? 300 Sekunden sind, ich glaube, 5 Minuten? Eigentlich 5 Minuten. Er läuft jetzt aber schon eine Weile, dementsprechend steht nur noch 4 Minuten da. 4 Minuten 46 Sekunden. Okay, das hat auf jeden Fall was mit unserem Talent zu tun. Nachdem wir entdeckt wurden und wieder ins Schleichen gehen oder so, werden wir unsichtbar? Irgendwas auf der Länge? Oh Mann. Ja, wir haben Spaß, wir entdecken Dinge neu. Schattenverbundenheit. Okay, wir sind unsichtbar. Und zwar noch eine ganze Weile, so wie es aussieht. Ah! Und wenn wir was machen, werden wir wieder sichtbar. Nicht schlecht. So wie es aussieht, hat das jetzt aber gereicht mit dem Schleichangriffschaden. Ihr merkt schon, ich komme immer wieder hierher zurück, weil man mit dieser Falle gelegentlich Sachen kaputt machen kann. Ursprünglich war mein Plan ja ein ganz anderer. Naja, klar, dass die jetzt wieder aktiv sind. Ursprünglich war mein Plan, dass ich mit dem Bogen eine dieser Vasen hier runterschieße. Damit das Öl anzünde. Und dann sind die Draugier auch kein Problem, aber... Panik. Zu wenig gespannt den Bogen, dadurch hat das nicht ausgereicht. Naja. Wir leben noch, die nicht. Die schon lange nicht mehr. Aber wir laufen noch, die nicht mehr. Dementsprechend ist das schon mal nicht schlecht. Meh. Gott, ohne Laterne ist das wirklich übel. Ich kann es kaum erwarten, bis der Charakter mal Nachtsicht bekommt oder sowas. Dann hilft uns das bestimmt. Dann werden wir nicht mehr so leicht entdeckt, weil wir nicht mehr leuchten im Dunkeln und man sieht trotzdem, was in der Umgebung so abgeht. Wir haben die Kanalisation gefunden. Kätzchen freut sich. Hat ja eigentlich schon viel Schönes, nur ist das eben düster wie sonst was. Da hätten wir Pickeldinger. Damit könnten wir hier Erze aus der Wand kloppen. Aber na, Schmieden ist jetzt nicht so unser Ding, würde ich sagen. Bei den Kisten gucke ich immer ein bisschen, ob ich Fallen sehe an der Seite oder so. Oder in der Umgebung. Manchmal sieht man dann auch einen Morgenstern oder irgendwas, der an der Kette hängt an der Decke. So, das ist ein Skelett. Hier hat mich auch schon mal ein Eistroll erwartet. War wenig lustig.
dementsprechend gucke ich da immer ganz vorsichtig um die Ecke. Nehmen wir mit. Eigentlich müsste man diese Eisenschilde mitnehmen. Die bringen nämlich vergleichsweise viel Gold beim Händler. Aber Gold ist nur am Anfang ein Problem. Da werden wir später auf jeden Fall noch die Möglichkeit haben, extra Gold zu machen. Und ich werde mal schauen, dass ich offscreen vielleicht dann mit Schmieden, Verzaubern und so weiter ein bisschen was extra mache. Allerdings werde ich dafür einige Skillpunkte brauchen. Denn wenn man zum Beispiel Ringe, Amulette und so ein Zeug herstellen möchte an der Schmiede, braucht man hier erstmal bei Schmiedekunst Material, Gold und Silber. Man kann nicht von Anfang an einfach alle Materialien machen oder so. Das hier ist auch nicht einfach nach Elfen, Glas oder sonst irgendein Blödsinn aufgeteilt. Es geht hier wirklich um die Materialien, mit denen man arbeiten kann. Und ja, da war auch ein Fälscher-Dings dabei. Das heißt, man könnte, wenn man einen Schurken- und Dieb-Charakter spielt, mit Schmiedekunst Dinge kopieren. Was auch ganz lustig ist eigentlich. Da hat man auch viele Möglichkeiten. So. Der Gegner da vorne ist eigentlich immer ganz schön ätzend. Wir könnten mal gucken, dass wir dem vielleicht... was mitgeben hier. Da. Das kam mir gerade eben erst, dass wir eigentlich auch noch ein Schwert und ein Schild haben. Sonst spiele ich ja meist nur mit Bogen, aber so ist das unter Umständen auch relativ entspannt. Wenn man da mal ein bisschen was anderes machen kann. Dann sind wir ungefähr hier. Ah, was soll das jetzt? Na also. Na, schwere Rüstung war nicht gewünscht. Wir bleiben bei der leichten. Gut, kommen wir zum schwierigen Teil. Auf den Bosskampf freue ich mich im Moment eigentlich noch überhaupt nicht. So, weit mal zu den beiden. Bleibt nur noch einer übrig, aber ich glaube, auf den gehen wir dann mit Schwert und Schild los. Da ist er schon. Na, immerhin.
Nur mit dem Kämpfen, solange man noch schleicht, da komme ich noch nicht so ganz klar mit. Dann muss ich das Schleichen schneller beenden, wenn ich kämpfen will. Aber für den Moment passt das alles noch. Ich gewöhne mich ja mal wieder noch dran. Oh, Akai. Sehr schön. Noch nicht ganz das, was ich vorhabe. Aber trotzdem ganz gut. So, irgendwo hier drüben hängt ein Pfeil. Den nehmen wir mit. Den habe ich ja nur dazu benutzt, um die Nasen hier nach unten zu locken. Alles klar. Damit hätten wir den Raum. Und dann kommt jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, nur noch der Bosskampf. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen. Für gewöhnlich renne ich wie ein kleines Mädchen schreiend im Kreis und schieße mir den Bogen, bis er aufgibt. Aber wir haben ein Schwert und ein Schild. Müsste passen. Wunderbar. Ja, für die, die es nicht wissen, hier gibt es diese goldene Klaue. Und die Kombination steht hier einfach unten drauf. Eigentlich ganz einfach. Wusste das allerdings beim ersten Mal nicht, dass das draufsteht. Und dann dachte ich, das ist irgendeine Art Lebenszyklus. Puppe, Schmetterling und dann Vierbeinviech. Nehmen wir mal noch das mit. Block mit dem Schild absolviert 25% mehr Schaden. Das ist eine feine Sache. Gebänderter Eisenschild ist halt auch ein richtig übles Ding. Was macht die? Oh. Okay, wir nehmen mal mit. Das hier ziehen wir auf jeden Fall an. Und das machen wir in die Favoriten. Damit können wir auch was anfangen. So. Das transferiert 15 Punkte zwischen zwei Attributen. Attribute sind Körperkraft, Magicka und Ausdauer. Da wir im Moment noch nicht zaubern, könnten wir im Prinzip, obwohl wir Magicka skillen, 15 Punkte in, sagen wir, Körperkraft machen. Für den Kampf jetzt wäre das nicht schlecht. Wir reduzieren Magicka, wir erhöhen Gesundheit. Können mal gucken. Wir sollten jetzt richtig und mehr passt. Und wenn wir dann nachher anfangen zu zaubern oder später, ziehen wir die Armschienen aus und alles ist gut. So sorgen wir erstmal dafür, dass dieser Männerchor aufhört, hier Terror zu machen. Wupp. Ah. Hältst du die Klappe? Fast schon da werde ich auch bald können, du. Mit Schwert und Schild ist ja eigentlich total einfach. Werde ich demnächst öfter so machen. So, was haben wir da? Alter Nord-Zweihänder der Kälte. 5 Punkte Frostschaden, Gesundheit und Ausdauer. Nehmen wir mit.
Orikalkum können wir jetzt noch nicht gebrauchen, aber nehmen wir mit. Drachenstein. Ach, so ein altes Ding nehmen wir nicht mit, oder? Doch, brauchen wir nachher. Und ich habe nicht vor, nochmal hierher zu kommen, deswegen. Dementsprechend wäre das diese Höhle gewesen. Gut, dann können wir zurück nach Flusslauf. Flusswald? Flusswald? So heißt das Ding. Bringen die Drachenklaue zurück. Und dann kümmern wir uns mal um den Auftrag von Alphons, oder wie der hieß, dem Schmied dort. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Langbogen brauchen wir nicht. Super, uns ist außerdem relativ warm. Soweit so einfach. Okay, hier drüben liegt noch im Malfall was. Na also, Zaubertrankzerstörung. Und dann schauen wir mal, dass wir hier runterkommen, ohne dass sich das Kätzchen den Hals bricht oder wir eins unserer neuen Leben verbrauchen. War ja klar, dass wir hier nachts rauskommen. Wenn ihr jetzt keine Laterne habt, seht ihr euren eigenen Charakter nicht mehr. Übel das. So, der einfachste Weg nach Flusswald ist eigentlich über den Fluss. Ich glaube, das war nur ein Hase. Das Problem bei dieser Flussüberquerung ist, das ist relativ weit und man holt sich wahnsinnig nasse Füße. Irgendwo auf der anderen Seite hat ein Fischer sein Lager. Da sollte eigentlich ein Lagerfeuer sein. Aber im Moment ist da mal nicht viel zu sehen. Bleiben wir erstmal an dem Fluss dran. Ansonsten, wir haben derzeit Schwert und Schild ausgerüstet. Hier laufen nachts Wolfsrudel durch die Gegend. Und man begegnet hier auch immer wieder mal Banditen. So, das da drüben müsste das Lagerfeuer von dem Fischer sein. Das heißt, wir könnten jetzt darüber schwimmen zu dem Lagerfeuer. Da wird uns zwar höllenkalt hier drin, aber an dem Lagerfeuer können wir uns aufwärmen. Ja. Ja, wir sind nass. Das reduziert natürlich unsere Fische seit Jahren in dieser Gegend. Resistenz gegen alles. Und ihr seht schon, Katze tropft wie so ein Kieslaster. Feuer trocknet uns, wärmt uns und dann ist da alles wieder tutti. Nach kurzer Zeit. Ansonsten sind wir jetzt wieder auf dem Weg, den wir vorher mit Hatwa gekommen sind. Ich glaube, so hieß der. Da geht es hier drüben weiter. Wären wir jetzt ein richtig düsterer Charakter, könnten wir den Typen meucheln, seine Kiste und seinen Geldbeutel klauen. Und was der sonst noch so dabei hat. Aber wir sind ja kein richtig düsterer Charakter. Noch sind wir nicht bei der Bruderschaft. Noch sind wir im Prinzip ein zum Tode Verurteilter auf der Flucht. Gut, Wächtersteine, ab hier kennen wir uns wieder aus, oder? Wir folgen jetzt einfach mal dem Weg. Da werden jetzt irgendwann Wölfe auftauchen, nehme ich an, weil die auf beiden Seiten vom Fluss unterwegs sind. Ja, lautes Wasser, sorry dafür. Oh, Moment, Fähigkeitsstufe, wir erhöhen wieder die Körperkraft. Wir haben zuletzt zweimal Magicka. Das heißt, wir machen jetzt einmal Gesundheit, wir sind jetzt Stufe 5. Wie angedroht, erhöhe ich alle 5 Level mal den Schwierigkeitsgrad. Das trifft sich, jetzt sehe ich die Gegner nicht und die sind auch noch härter. Das ist richtig gut. Aber mit Banditen rechne ich auf der Seite hier nicht.
Ja, bevor wir dann jetzt die Leute aus dem Bett klingeln und ihnen die Drachenklaue zurückgeben, würde ich sagen, wir reden nochmal mit Delphine, ob wir wieder mal ein Zimmer haben können in der Taverne. Verbringen wir da noch eine Nacht und morgen früh bringen wir die Drachenklaue zurück und machen uns auf den Weg nach Weißlauf. Dann haben wir das wenigstens geschafft. Yay! Flusswald. Wie gesagt, die Nächte hier sind absolut finster. Das gehört aber einfach dazu, ein bisschen Stimmung machen. Und ein Vampir ist nachts unterwegs, der hat Nachtsicht. Werwölfe sind nachts unterwegs, die haben Nachtsicht. Und Diebe, Attentäter und so weiter sind auch oft nachts unterwegs. Aber für die wird dann der Schwierigkeitsgrad einfach etwas erhöht. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Dann hätte ich ganz gern alles, und zwar in der Reihenfolge. Wir müssten außerdem mal gucken, ob der Charakter inzwischen hungrig ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mit der Nahrung noch nicht so ganz stimmt. Realistic Needs and Diseases muss ich da vielleicht nochmal überarbeiten. Ihr, ich betreibe die Taverne. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Delphine, du weißt schon, schöne Rücken kann entzücken, aber ein Bauch tut's auch. Ich hätte nichts dagegen, wenn du mich anguckst, wenn du mit mir redest. Zeig mir einfach die kalte Schulter. Gibt's ja gar nicht. Okay, wir haben es nach Flusswald zurückgeschafft. Wie versprochen haben wir die Draugehöhle beendet in der Episode. Morgen schauen wir dann mal, dass wir die Drachenklaue zurückbringen und nach Weißlauf kommen. Der Charakter hat eigentlich schon relativ viel erlebt, wenn man bedenkt, dass wir noch gar nicht so weit sind. Naja, morgen dann mehr als genug. Wieder, wenn ihr wollt. Habt ihr das letzte noch nicht bezahlt. Und dann Weißlauf. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.